Serpentino setzt sich auf, reibt sich eine Aktion in den Kopf und befiehlt dem Dämon dann, mach Platz, also Dienstwarte. Dienstwarte? Mhm. Ja, für hier 50 KR ist die kleinste Summe, also machen wir das. Willst du auch, dass er sich verfestigt, dass er laufbar wird, oder? Kann ich mir das gleichzeitig mitgeben? So, ja, dann das bereitet dann körperlich, also das macht er for free. Dann ja. Kommt dann. Körperliche Hilfe, ja. Auf jeden Fall. War das ein Sonderdienst bei Nunchuchu? Interessant. Also ich kann nicht, kostet mich nur das Doppelte, right? Das ist also egal, kostet mich 7 ASP. Na, also erst manifest, dann kostet mich nur 6. Verfestigt, das ist jetzt nicht so schwierig, das ist kein Sonderbefehl, nein. Gut, dann machen wir das. Nunchuchu wird öfter mal benutzt, um darauf zu laufen. Ja, das ist in Kombination mit dem Wartedienst. Ansonsten, wie gesagt, wenn ich ihm nur sagen würde, ja. Bereitstellung körperlicher Eigenschaften, würde er auch den Wachedienst fallen lassen. Ziehe ich den Uchuchu von der 14 mal runter, dann verzichtet er auf alle anderen Attacken, ne? Oder hattest du die abgebrochen? Der Wartedienst wird damit im Grunde überschrieben. So, du überschreibst den Wache. Führt den Wachedienst nicht mehr aus und da ich unter Kontrolle habe, tut er nichts, was ihm nicht befohlen wurde. Das bedeutet, er macht gar nichts. Gut. Ja, seht ihr, Rabelmir, man muss nur freundlich mit ihnen sprechen. Ja, oh, mein Kopf. Ich bin gerade beschäftigt, tut mir leid. Dann bin ich auf der 20, ich ziehe mal vor, die letzte Aktion, ich sage einfach 3W6 an, weil ich eben nichts Genaues gemacht habe, sind 10 TP Wasserschaden, korruptierter Wasserschaden. Und dann habe ich noch eine Aktion und dann würde ich ganz gerne die Kontrolle über den Dämon wieder zurückbekommen. Also es fängt wieder ein Tauziehen an. Hast du da noch ASP für? Das kostet 7. Klar. Okay. Rafim, du kannst dem ausweichen. Die Paktierer sind ausgeruht, die haben den auch nicht heute oder gestern beschworen. Hat der Paktierer überhaupt ASP? Der nicht, nee, der macht das halt mit seinen Gepackgaben. Hat er denn die Passung? Ausdauer. Er muss Ausdauer. Okay, er darf Ausdauer, okay. Ja, ja. Ich verstehe. Rafim, du darfst dem ausweichen, ist aber schwer um 5 Punkte? Ne, das ist beim Kegel. Um 8? Nee, ja. Es sind nicht 8, es ist 5. Es ist 5. Kann ich. 8 ist beim Engelstrahl. Kann ich vorziehen und mich hier in die. Obwohl, nee, ich weiß auch nicht, gar nicht, was er tut. Nee, er hat auch die höhere Initiative, leider. Nee, also kannst du ist laut gerufen. Also, du weißt schon, was er tut. Weil ja, klar, aber du kannst literally nichts tun. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ich steck das ein. Ich steck das ein. Was 10 TP. Was hast du für eine Rüstung? Kommt drauf an, wo mich das trifft. Jo, würfel mal und dann 10 TP. Ja, warte, ich würfel eben. Nee, und? Faxien haben keine Trefferzone und gehen Körper. Gegen gesamte Rüstung. Oh ja. Gegen gesamte Rüstung, außer du sagst einen Engelstrahl an. Okay, machen wir einfach das Bein, weil 7 ist auch meine Durchschnittsrüstung. 7, dann kriege ich noch 3, richtig? Genau, passt. So, Serpentilio. Außerdem, musst du eine K.O.-Probe erschwert um 10 ablegen. Ist doch ein Angriff zum Niederwerfen, mein Wasser. Nee, ist eben kein Angriff zum Niederwerfen, ist ein Angriff zum kampfunfähig machen. Echt? Das würde ich tatsächlich nicht schaffen. Wasser in der Lunge, oder was? Dann bist du ZFP Stern Kampfrunden. Schaffst du es jetzt mit erschwert um 1 oder nicht? Warte mal. Lege gerade. Nee, schaffe ich nicht, wegen meiner 2 Behinderung. Das ist eine K.O.-Probe. Ach, eine K.O., sorry. Achso, doch, schaffe ich. Ja. Außerdem ist ein Angriff zum Niederwerfen, also auch nochmal K.K. erschwert um 1. Das schaffe ich wiederum nicht. Okay, dann wirst du aber nur hinten, niedergeworfen. Dann stürzt du nach hinten zurück in die Alge. Aber Serpentilio hat ihn verfestigt, dementsprechend stürzt du einen halben Meter tief und landest dann schleimig, feucht in einer nachgebenden Oberfläche. In der wohligen Umarmung deiner nachtblauen Mutter. Deines Lieblingsbeschwörers. Außerdem deines Lieblingsbeschwörers. So, ich hätte vorgezogen. 13 Serpentilio, ja, fertig, Beutag 17. Wichtige Frage. Wenn ich den Zwingtanz von der Reichweite her erhöhe, der hat die Reichweite 7 Schritt, was wäre die nächste Reichweite? 21. 21, das reicht leider noch nicht. Du musst zweimal erhöhen. Ja. Springen, es sind nur 6,5 Meter. Also, du weißt, dass ich da prädestiniert bin. Zweimal, dann auf 49 würde gehen. Ja, das ist ja noch hast ja noch eine Steinstatue in deinem Stab. Das ist korrekt, aber die reicht halt auch nicht weit genug. Und ich könnte auch den Blitz einmal erhöhen. Das wäre an dieser Stelle dann sinnvoller, weil dann blende ich ihn zumindest kurz und unterbreche ihn. Ja, ich mache einen Blitz. Habe ich doch gesagt. Hast du einen Reichweite? Ja, habe ich. Okay. Blitz habe ich auf 19. Wenn ich dann erhöhe, dann müsste das passen.
Okay, dann plus 7er Erschwernis, blitz dich find. Du hättest den Paralys auslösen sollen und dich vorher in einer drohende Geste ihm gegenüber ausrichten. Dann denkt er, er würde es einen Zauber wirken und castet alles auf dich. Aber dann kegelt er mich vom... Ich bin ja nicht verwurzelt durch den Paralys. Dann schmeißt er mich einfach von dem Hausdach runter mit seinem nächsten Zauber. Das wäre doch auch blöd. Ich denke, mit 10 schaffe ich seine Magieresistenz nicht, oder? Ja, doch, knapp. Also, okay, cool. Also er ist ein Paktierer. Die anderen, die Elite-Wachen, die waren halt geboostet, weil die wussten, dass er kommt. Schafft das nicht, nein. Also du kommst knapp durch, wenn er mehr von 9. Alles klar, dann hat er jetzt für eine Kampfrunde Abzug von 19. Damit ist er leider nicht auf... Das sind ZFW-halbe Aktionen, also nichts ZFW-Sternen. Ach so, ja gut. Total in dem Fall ist es natürlich... Zauber. Ja. Gut, Boltag 17 fertig oder willst du noch was tun? Damit dürfte ich ihn auch wahrscheinlich unterbrochen haben. Er muss jetzt eine Selbstbeherrschungsprobe machen beim Wirken von dem Zurückgewinnen des Dämons. Nee, das ist ja kein Zauber, kein Aktiver. Na gut, okay. Es erfordert technisch gesehen... Es erfordert nicht mal Sicht. Nee, das steht da übrigens. Es erfordert nicht mal Sicht, du musst nur in der Nähe sein. Das ist ja kein körperliches Ding. So, aber 18 Abel mir. Okay. Ja, ich würde meinen Zauberspeicher den Transversal auslösen und mich direkt hinter ihn transportieren. Du musst jetzt sagen, nichts Persönliches, Kind, sonst zählt's nicht. Stoß ihn runter. Bis zum 8er Schwert? Ja, das ist Perikom. Nein, das ist Nebachrot. Den würde ich gern schippen, die 20. Boah, Junge. Obelmeier! Ja, da okay. Den Lauf die Fall locker geschafft. Ich bin jetzt nicht finden. Schattenlauf. Schattenlauf ist doch viel cooler. Schaffst du das, wenn du die Matrix nicht kennst? Ich bin ein Zauberspeicher. Ich sehe ihn doch. Ich muss sehen. Ist ein Zauberspeicher nicht vorher schon angesagt haben, wo du hin willst? Das hatten wir doch mal gesprochen. Aber du musst, die Erschwernis notfalls vorher eingebaut haben. Hast du dies getan? Ja. Also Erschwernis für gesehenen Ort. Das hat er nicht Die 7 Punkte müssen wir, glaube ich, sagen. Du wolltest sie eigentlich in die Löwenburg rein transversalisieren. Ich lege den Zauber in den, die Ausübung, drehe ich so jetzt Ziel fest und dann nicht Ziel du kannst das Ziel erst festlegen, wenn du ihn aus dem Stab ziehst. Aber du musst zu diesem Zeitpunkt, zu dem du ihn reingesprochen hast, alle eventuell anfallenden Erschwernisse bereits mit reingesprochen haben. Okay, das ist klassischerweise natürlich bei der MR der Fall, aber hier müsstest du jetzt die Erschwernis von. Unbekannter Ort, genau. Okay. Von 5 Punkten müssen es, glaube ich, sein für einen Ort, den du sehen kannst, aber an dem du noch nicht warst. Schattensprung. Das ist halt so ein Schattensprung-Ding. Vor allem hier ist überall Schatten. Okay, dann denke ich, so ein Schattensprung funktioniert. Lass mich kurz mal gucken. Die Reichweite ist, glaube ich, begrenzt bei diesem Ding. Es wären 7 gewesen. Reichweite vom Schattensprung ist. Wo steht's? 25 Meter brauchst du. Selbst ZFW-Schritt maximal. Kann ich zurücklegen. Ja, schaffst du nicht. Das kriegst du deswegen. Verlängern. Musst du verdoppeln. Junge, du bist Gildenmagier. Einfach verlängern. Reicht das schon? Ich kann verlängern. Einmal verlängern. wow. Ja, das wäre eine plus 5 Erschwernis. Mach ich auch einen Reporter, genau. Erschwernis alle zusammenrechnen. Der arme Paktierer. Weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Und ich muss mindestens zwar verkürzen, wir dann nochmal 15, wir dann plus 8 und Rapport da. Genau, ich wollte gerade sagen, weil Zauberzeit. Ah, wo ist er? Dir fehlen aber die Abenteuerpunkte. Ich schippe die 19. Du hast keinen Chip. Du hast doch eben geschippt. Ihr habt gesagt, kann den Zauber nicht auslösen, also habe ich den Chip mal noch, oder? Seien wir hier gnädig. Er hätte das eigentlich wissen müssen. Deswegen erlassen wir ihm die Auslösung. Na dann los. Ich würde die 1917 auf jeden Fall chippen. Muss ich alle drei dann? Alle drei oder einen. Du kannst nicht zwei Würfel chippen. Das weißt du aber schon seit 5 Jahren. Chip die 19 und gut ist. Er hat so selten Chips, Frosty. Kann man ihm nachsehen, dass er sie nicht oft benutzt. Das sollte reichen. Dann hätte ich es geschafft. Da sollte reichen. Zauberzeit waren jetzt 2 Aktionen, oder? Es sind 3 Aktionen, 2x verkürzt, wenn er 1 Aktion dann nur noch. Und dann kommst du nach einer Aktion hier hin. Hinter ihn. Doppelte Reichweite, Zettelfrischiert, sind 20 Schritte. Ja, bis hierhin, da ist Schatten, da ist kein Schatten mehr. Oh, okay. Nee, du gehst in der Reichweite eine Kategorie hoch, also bist du auf ZFW mal 3 Schritt. So. Dann. Kannst du nächste Aktion handeln? 18, fertig, 19, Rafim.
Ja, ich weiß ja nicht, dass der Dämon mir freundlich gesinnt ist, deswegen mache ich mich natürlich, gebe ich Gas und will wieder das, will hier hochklettern, damit ich aus dem Dämon rauskomme. Mhm. Er streichelt dir noch die Wange, wenn du dich aus ihm löst. Gib mir mal eine Gewandheitsprobe, du bist immerhin am Boden. Achso, ja, kein Problem. Ist sie erschwert, weil das schlechter Untergrund ist? Um 3 Punkte. Ja, das reicht sogar. Ich habe das nämlich gerade eben gesehen, um 3 Punkte. Ja, alles klar. Kannst dich wieder hochrappeln auf die Knie und dann auf die Füße, ziehst dich nach oben und bist wieder oben. Aber so wie ich das jetzt, das Gebäude lese, scheint mir bis hier oben, genau. Weil da will ich ja eigentlich hin, ist ja, ja noch mal ein ganzes Stück, richtig? Das ist ein ganzes Stockwerk. Okay. Das ist eine Kletternprobe. Da schwere ich dir mit der Glitschigkeit um, sagen wir 7, damit es auch schnell geht. Ich muss diese Runde erstmal meine Waffe wegstecken, weil die 2 nicht, sonst komme ich gar nicht mehr dran. So, 19, 20, der Paktierer ist dran, der würfelt jetzt seine Probe, auch wenn er blind ist, gegen Serpentilio. 16. 5. Ja, du merkst das Tauziehen, wie es beginnt und du hast den Uchuchu fest in deiner Matrix. Hase, du bleibst hier. 24, Hagebutte. Oberstleutnant Diamantis. Es geht weiter. Auf einem Gebäude angekommen. Zum nächsten springen. So ist es. Ich nehme diesen kleinen Absatz noch mit und möchte mich hier an der Fassade festhalten. Dann bist du aber im ersten Stock, nicht im zweiten. Beziehungsweise du kannst auch hochspringen, aber wenn du erstmal nur gerade springst, dann bist du... Wie viel sind das? 15 Schritte? Nee, warte. Bis hier sind dann 8, also sind das... 7 Schritte, okay. Ja, dann kannst 8. du wieder einfach springen. Aber das ist nur erster Stock. Du musst in den zweiten Stock hoch. Ja. Mit einer Athletikprobe plus 10 würde ich dir auch erlauben, mit einem Krötensprung, sag ich mal, auch nach oben zu springen. Athletik plus 10. Ja, jeder hat ja sein eigenes Ding zu tun. Niemand beobachtet Diamantis, wie er da. Natürlich. Ich habe Zeit, dich zu beobachten. Aber mir ist auch Voltax egal. Auch. Voltax hat auch Zeit. Voltax hat gezaubert. Der hat geblitzt und hat jetzt nichts zu tun. Richtig. Ja, ich bin ja. Erinnert mich daran, euch einen Krötenringer, euch einen Krötensprung-Artefakt zu machen. Ich warte noch auf einige Artefakte. So, Rafimo, du kriegst keine mehr. Du hast keine mehr. Du hast den Kokolum. Ja, du stößt dich ein bisschen ab, katapultierst dich die Wand nach oben, gehst in die Hocke, drückst dich ab. Hinter dir bröckelt Mauerwerk und Stein nach unten, aber ja, du katapultierst dich gegen die Wand, die zerbricht und du hast es nicht ganz ins zweite Stockwerk geschafft, aber durch das Stockwerk hindurch landest du dann in einem großen Haufen von Fässern. Dann nächste Kampfrunde. Der Paktierer. Der war mal auf der 20. Ist jetzt auf der 1. Der ist jetzt auf der 1. Hast du den so hoch? 19, 1. Okay, aber er ist nicht unter. Er ist nicht unter 0. Genau, er hat also eine Aktion. Er ist gleich unter Wasser, wenn er auf ihn kriegt. Ja. Was macht er? Das weiß er, er ist in Unterzahl. Er möchte ganz gerne da reinspringen. Die wissen auch noch nicht, dass ihr den Dämon verloren habt. Neue Kampfrunde, ja, dann zieh ich vor. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr könnt vorziehen. Spring ihm in den Rücken und krieg ihn runter. Assassin's Creed direkt in den Hals stechen, Angriff, bitte. Nein, wir brauchen einen Leben. Ja, einen. Eine Aktion laufe ich und in der anderen, packe ich ihn von hinten. Um den Hals, in den Schwitzkasten. Raufen minus 5. Schwitzkasten ist Ringen. Ringen minus 5. Und dann ist dieser Encounter relativ schnell. Relativ überflüssig geworden. Das passt, du hast ihn im Schutzkasten. Die hätten fast Rafim abgemurkst. Rafim hätte sich fast selbst abgemurkst. Naja, wenn du den Chuchu nicht übernommen hättest nach 2 Aktionen, dann hätte ich auch 4 Aktionen jede Kampfrunde gehabt. Wozu nimmt man denn in den Monologen mit? Deswegen habe ich doch gesagt, es wäre eine dumme Idee, wenn die den direkt bei sich zu Hause beschwören können. Kann ich noch nicht wissen, dass die mal wieder nur Dilettanten hier hinschicken? Die wissen ja nicht, dass du da bist. Ja, damit rechnet keiner. Okay, dann können wir den Kampf an dieser Stelle abbrechen. Diamantis bricht durch die Wand hindurch, rollt sich über die Kisten ab, die ebenso schleimig kaputt gehen, was auch immer da drin ist.
Du stößt dich noch ein weiteres Mal ab. Du siehst plötzlich, wie Abel mir auf deiner rechten Seite aufblitzt. Schält sich gerade aus dem Schatten, wie schnell auch immer er da jetzt hingesprungen oder sich gezaubert hat. Und bevor Abelmir reagieren kann, bist du mit einer Hechtrolle auf ihn zu, hast ihm in die Beine getreten, in seine Kniekehle und ihm dann in den Schwitzkasten genommen. Währenddessen unter euch blubbert immer noch der Algenteppich hin und her und diese trüben vier Hölzchen, die da auf der Oberfläche schwimmen, glucksen euch zu. Neo Serpentilio, wird dir das Vieh jetzt endlich los? Ich habe alles unter Kontrolle. Vernichtet es. Wir sind auserwählt. Wenn ihr mir nur einen winzig kleinen Moment geben würdet. Kann ich dem, technisch gesehen hat er den Dienst nicht. Kann ich ihn trotzdem irgendwie Beratung abpressen? Dem Ulchuchu? Nee. Ja. Der hat eine Klugheit von 2 oder sowas. Ja, ich würde ihn gerne fragen, wer ihn beschworen hat. Okay, dann lass mich kurz nachsehen, ob das im WDZ steht oder ob das... Wäre es, wenn er sein Gift auch anziehen kann. Perikum wird im Jahr der Fluten untergehen. Ihr habt verloren. Schließt euch der tiefen Tochter an. Noch könnt ihr leben. Ja, komm, halt die Schnauze. Ich würde ihn danach fesseln, wenn... Ich hoffe, hält ihn genug fest und dann fessel ich erstmal seine Füße und dann seine Hände. Ja, und dann stopfe ich ihm irgendwas in den Mund, dass er nicht mehr reden kann. Ich würde derweil vorsichtig vom Hausdach wieder runterkommen. Siehst auf jeden Fall, wie Rafim so ein bisschen verloren hier steht und wartet, bis mit dem Uchuchu irgendwas passiert, weil er dem Braten nicht traut. Kann ich ihm befehlen, einzutrocknen, oder hat er da keine Kontrolle drüber? Du kannst ihm die Existenz meinetwegen wegnehmen oder sowas. Also das ist ja alles noch viel Wasser, was hier drin steht. Das kann der nicht entfernen. Nee, nicht das Ding, sich selbst. Sich selbst klein machen. Ja, doch, das sollte gehen. Okay. Du kannst ja auch einen Algenteppich in einem Glas mitnehmen und dann später wieder aussetzen, damit er wächst. Also, ja. Genau, ich hätte nämlich gern wie so ein Nori-Blatt, denn ich weiß, die dichen Dinger zählen als Donarium. In dem Serpentino schreitet tatsächlich hinauf in die Mitte von diesem Algenteppich und stößt ihm den Stab zwischen die Hörner und der schrinkt dann über die Wasseroberfläche zusammen. Ihr könnt halt sehen, wie sich von den Seiten zusammenzieht. Fächert. Ja, bis halt nur noch ein kleiner Tangstreifen da ist, den er sorgfältig zusammenrollt und sich in den Mantel steckt. Seht ihr, alles ganz nach Plan. Oh je, ich glaube, ich hänge fest. Zieht ihr mal? Und dann stehst du kurz hoch im Wasser. Genau. Lebt dieser Paktierer eigentlich noch? Oder ist der... Vermutlich ist er gerade seinem Ende nah, richtig? Weil halb verbrannt und in den Stein runtergefallen. Der ist verbrannt, also der blubbert noch irgendwas aus seiner Kehle heraus, aber... Schön, ich möchte ihn erstechen. Ja, danke. Ihr habt ja einen, der quasi unverletzt ist, auch wenn er Blödsinn quatscht. Ja, mehr als beeindruckend, Serpentilio, mehr als beeindruckend, eure Fähigkeiten, diesen Dämonen so schnell zu bannen. Aber wir fesseln proben. Okay, war schwer? Nö. Für die anderen ist es hüfthoch, das Wasser. Ich würde mich jetzt mal schwimmen daran machen. Bis zum Hals. Ich werde da durchschwimmen, um mal zu den anderen zu gelangen. Fett schwimmen oben. Das ist richtig. Wow, ich bin richtig schlecht, aber trotzdem geschafft. Brauchst du eine Schwimmprobe oder reicht dir das, wenn ich so sage? Nee, es ist ja auch aktuell keine Gefahr. Es ist halt absolut widerlich, aber wenn du jetzt anfängst zu schwimmen, ist es sowieso ekelhaft. Also egal, wie du auf der anderen Seite ankommst, du wirst halt nicht ertrinken. Ja, gut, das ist die Hauptsache. Gut, alles klar. Nur, dass ich jetzt nicht hier blöd rumstehe und warte, bis die anderen fertig sind. Perikum wird im Jahr der Fluten vergehen. Ihr müsst euch anschließen. Ja, aber klar. So, junger Mann. Weißt du, wer ich bin? Boltax, du bist, glaube ich, 4 Stockwerke oder so von dem weg. Also, ja, die sind nicht. Halt da oben. Wir kommen da gerade nicht hin. Also, verdammt. Wir stehen also da unten rum. So total unnötig.
gut. Ah, ich schätze mal ein, dem Paktierer geht es hier noch ziemlich gut. Der hat bisher noch nichts eingesteckt. Dann schmeiße ich den da einfach runter. Gebe ich ihm einen Tritt, dass er runterfällt. Er ist gefesselt. Was habe ich gesagt? Zweiter Stock, das sind 7W6 minus 7. Zweiter Stock, 7W6? 7 Meter. 7W6 minus 7. Das sind die Regeln. Okay. Der Gute fällt ins Wasser. Ich meine, der fällt ins Wasser, ja, dann ja, bekommt er Ausdauerschaden. Nee. Sind 7W6 minus. Machen wir minus 10. Wasser ist ja vor allem noch im Tauch. Ja, der überlebt das. Das war kein Problem. Würfel. Ja, achso, ich soll das. Nee, du bist auch prädestiniert dafür, irgendwelche Leute umzubringen, die du auch brauchst. Das stimmt, richtig. Das ist noch nie passiert. 19 minus, ja, minus 10 sind 9. 9 Schaden. Dann fällt er auf seinen ab. Arm, es gibt ein ekelhaftes Knacken unter Wasser, gedämpft. Und auch du merkst, wie sie wieder so ein Schwächeanfall überkommt. Fängst wieder an zu zittern und der Schweiß, der dir auf der Stirn steht, dein Herz rast unangenehm. War das jetzt wirklich nötig, ihn da runterzuschmeißen? Brafin hatte recht. Ja, meintest du, bist hinterher gesprungen, ne? Dann würfst du auch nochmal deine 7W6 minus 7. Was? Minus 10. Aber für ihn ist ein gezielter Sprung, deswegen ist SPA. Körperbeherrschungsprobe vor. Körperbeherrschung, ja. Körperbeherrschung erschwert um 7. Kommen nochmal 2 Punkte rauf, weil ich Spezialisierung Fallen habe. Mhm. Jeder gute. Die hab ich auch. Das 8 Punkte habe ich über, das heißt, ich kann 8 Würfel von 7W6 genau wegnehmen und ich lande sanft. Ja, das muss aber trotzdem alles regeltechnisch korrekt sein. Ja, hast natürlich recht. Aber Abelmir steht jetzt alleine oben. Vor allen Dingen Abelmir nimmt den Ritualplatz und wird einfach ignoriert. Ich würde das mal, wenn ich meinen Ritualplatz machen, vorsichtig. Ich würde ihn nicht betreten und nicht zerstören oder sonst beschädigen. Ja, das ist Feuer nicht vor allem einmal drüber gewütet? Das blaue Feuer ist immer noch da, oder? Das ehemalige Feuer ist noch da. Da haben sie wohl irgendwie Feuer gemacht. Ja, das Feuer ist mittlerweile wahrscheinlich aus, weil Boltax ihm die Flamme geklaut hat. Im Inneren der Schale liegt ein Algenteppich und eine moos- oder blassgrüne Kugel liegt auf der linken Seite. Ich ziehe jetzt meine Handschuhe an und dann kann ich die anfassen. Ich würde dann die Kugel ganz vorsichtig, vielleicht mit der Schale zusammen, herausnehmen. Dann müsstest du in den Kreis wahrscheinlich reintreten, ne? Wenn du das sah so aus, als wäre da links unten da die Schale, oder? Nee, die Schale ist hier. Ah, die Kugel ist hier. Dann mache ich es mit dem Motorikus rausziehen. Ja, dann Motorikus. Okay, Sekunde. Motilitic. Muss ich mit Leblosing bewegen, sich räumen. Ja, ich sag jetzt mal keine Ansage an, ich weiß nicht, wofür erstmal einfach. Ja, geschafft. Dann kannst du die Schale rausholen, ohne den Kreis zu verwischen. Und die Schale, ja, wie gesagt, da ist ein Algenteppich drin, die ist nicht sonderlich schwer. So eine übliche Feuerschale, würdest du meinen. Die Kugel ist ein bisschen schwerer, die ist perfekt rund. Und ja, leichte grünliche Fluoreszenz oder irgendwelche anderen Algenbröckchen oder so, die da von innen aus glänzen. Kann ich das Material erkennen, was das für eine coole Material ist? Obsidian, vermutest du. Okay. Schwarzes Obsidiangestein, grün durch Algen versetzt, weil sie sehr lange unter Wasser gelegen hat. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal ganz vorsichtig einwickeln und in den Rucksack packen. Gut. Man weiß nie, wozu man es braucht. Derweil unten. Nun, das ging doch relativ bequem vonstatten. Sollten wir ihn hier ausquetschen oder erst einmal einpacken und zur Kapitänin verfrachten? Ich würde sagen, direkt hier vor Ort. Nee, gut, aber dann erst einmal ins Trockene. Ja, du hast auch schon verloren. Die tiefe Tochter hat gewonnen. Jetzt schon. Es spielt keine Rolle mehr, was Balligan tut. Nun, wenn es keine Rolle mehr spielt, spielt es auch keine Rolle, ob ihr uns vielleicht ein paar freundliche Fragen beantwortet, ne? Richtig. Ihr habt verloren. Selbstverständlich, aber ob wir gute oder schlechte Verlierer sind, vor allem Rafim hier, dem es schon in den Handknöcheln juckt, wird wohl davon abhängen, wie kooperativ ihr jetzt seid. Richtig.
Entweder können wir netter Inquisitor böser Chorgeweihter spielen, oder der böse Chorgeweihte bricht durch einen Finger nach dem anderen.